Hallo und guten Tag oder guten Abend, liebe Geschwister. Darf euch herzlich begrüßen zu Bibel im Gespräch, wieder online leider. Dadurch sehen wir uns nicht. Ich grüße euch aber trotzdem sehr herzlich und freue mich, mit euch heute ein Thema zu behandeln aus Römer 3, Vers 28. Da steht: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Der Vers hat sehr viel ausgelöst, sowohl in Luther als auch in der Christenheit bis heute. Aber bevor wir da zu dem Text gehen, möchte ich gern was vorlesen. Und zwar hat der Walter Trautz ein Gedicht geschrieben. Hat er mir zugeschickt, das möchte ich euch gerne lesen. Das ist ein wunderschönes Gedicht. Das heißt: Warum verbirgt sich Gott? Warum schreibt Gott nicht seinen Namen, dass es ihn gibt, ans Himmelszelt? Als wäre es ein Bild mit goldenem Rahmen, erkennbar für die ganze Welt. Nichtchristen nutzen diese Frage als einen schlagenden Beweis. Die Bibel widerlegt die Lage. Gott schuf die Welt auf sein Geheiß. Sie bietet mannigfache Zeichen von Gottes Gegenwart und Macht. Es gibt sonst nirgends seinesgleichen und nichts, was er hätte nicht erdacht. Die breite Masse will's verdrängen, obgleich sie von den Zeichen weiß, folgt lieber Rattenfängerklängen, gedankenlos aufs glatte Eis. Sie kann nicht das Geheimnis fassen, der Weisheit Gottes, dass sein Geist für die enthüllt, die sich verlassen, auf ihn der gute Wege weist. Den Menschen, die sich ganz abwenden und achtlos Gottes Ruf verschmähen, will Gott großzügig Zeichen senden, die alle in der Bibel stehen. Das Offensichtlichste darunter ist, wer die Welt erschaffen hat. Wahrlich, das allergrößte Wunder, vollkommen bis ins kleinste Rad. Ein weiteres, das vorherzusagen, was künftig sich ereignen wird. Auch was bisher sich zugetragen ist, wie geschrieben steht, passiert. So wie das Auferstehungszeichen zwar oft als Lüge hingestellt, ist's ein Geschehen ohne Gleichen. Gott hat's zu unserem Heil gewählt. Je mehr man sich mit diesen Zeichen von Gottes Existenz befasst, beglücken sanfte Himmelsweichen, wogegen diese Welt verblasst. Um noch einmal zurückzukommen zur Frage anfänglich gestellt: Warum schreibt Gott nicht seinen Namen gut leserlich ans Himmelszelt? Weil untrügliche Machterweise nicht unbedingt geeignet sind, des Menschen Herz zur Umkehrreise zu drängen, dass es Fahrt gewinnt. Auch nicht dazu, Gott zu vertrauen, nicht, dass man ihm die Ehre gibt, verleiten mehr auf sich zu bauen, sodass es seinen Geist betrübt. So kamen einmal Pharisäer zu Jesus, wollten Zeichen sehen, misstrauten ihm und wurden eher verschlossener als ehedem. Auch Israel sah in Ägypten das Meer wie Pharao halbiert. Der blieb dem Trotz treu, dem Geübten. Das Volk hat's goldene Kalb verehrt. Deshalb will Gott langmütig warten, verbirgt sich noch in unserer Zeit, damit wir uns zu ihm hinscharten, bereitet für die Ewigkeit. Im Oktober 2020, Walter Trautz. Lieber Walter, da hast du eine Gabe. Ja, das ist sehr schön. Ich habe das Gedicht schon mehrfach vorgelesen, finde das sehr schön, weil die Frage ist tatsächlich: Warum tut das Gott nicht und schreibt einfach seinen Namen ans Himmelszelt, dann sieht ihn jeder. Ja? Aber Gott wartet und will Herzensglaube und nicht Augenglaube. Das ist auch ein bisschen unser Thema heute, Römer 3, Vers 28. Da sagt Paulus: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Da denken jetzt die Gesetzesleute, dass damit gesagt wäre, dass man in allen Sünden weiterleben könnte und trotzdem in den Himmel käme. Das ist aber ein Irrglaube, den sie da haben. Und eigentlich zeigen sie damit, dass sie vom Evangelium Jesu Christi nichts verstanden haben. Ja, sie dozieren zwar über diese Verse und haben da allerlei Hinweise darauf,
dass wir das Gesetz halten müssten, den Sabbat halten wollen manche. Ja, manche sagen, man muss den Zehnten geben. Manche haben verschiedene Speisegebote sogar, die sie dann befolgen. Andere wollen bestimmte Feiertage dann wiederum nicht halten. Ich warte nur darauf, dass irgendwann mal jemand drauf kommt, dass man sich auch dann beschneiden lassen muss. Ja. Unsere Aufgabe als Christen, um das nochmal zu sagen, da haben wir immer wieder auch von gesprochen, unsere Aufgabe als Christen ist nicht, das Gesetz zu halten. Unsere Aufgabe als Christen ist, Christus darzustellen. Ja? Unsere Aufgabe als Christen ist nicht, das Gesetz zu halten. Haarklein, jedes einzelne Gebot. Unsere Aufgabe als Christen ist, Jesus Christus darzustellen. Das ist eigentlich auch ganz logisch, wenn man logisch in dem Zusammenhang überhaupt verwenden will. Wenn Menschen zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus und von Neuem geboren sind, dann sind sie ja zum Leben gekommen, zum wahren, ewigen Leben. Warum sollten sie sich dann an einem Buchstaben festhalten und orientieren, der einem aaronitisch-levitischen Priestertum gegeben ist, wo ihr ewiger Priester der auferstandene Jesus Christus ist? Und wenn sie denn dann von Neuem geboren sind und eine neue Natur haben und Gottes Geist in sich tragen und Gottes Wesen, dann ist ihr Gesetz nicht mehr ein Buchstabe, sondern eine Person. Und dann ist ihre Aufgabe, diese Person, Jesus Christus, im Fleisch, im Leben, im täglichen Alltag darzustellen. Ja? Und es gibt eigentlich nur noch zwei Gebote. Liebe deinen Nächsten und liebe Gott. Das ist schon alles, ja. Das ist aber für den Gesetzeslehrer sehr schwer zu verstehen. Wir lesen mal das Umfeld so ein bisschen, weil diese Verse, Römer 3, 28, der steht ja in einem bestimmten Zusammenhang und den möchte ich gerne mit euch ein bisschen durchdenken, weil der ist auch wertvoll. Deswegen lese ich mal ab Vers 19. Wir wissen aber, dass, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, dass aller Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig sei. Das heißt, dass das Gesetz für alle Welt gilt. Nicht nur für Israel, sondern für alle Welt. Aber in der Beziehung, dass das Gesetz alle Welt verurteilt, auch Israel, auch jeden Einzelnen. Durchs Gesetz werden alle vor Gott schuldig. Das Gesetz zeigt nämlich Gottes Willen. Und im Gesetz ist Gottes Willen und Wesen niedergelegt. Ja? Und das Gesetz zeigt aller Welt, dass sie ihren Mund schließen müssen vor Gott und dass niemand da ist, der sich rühmen könnte. Das hat Israel eigentlich auch so nicht verstanden. Das Gesetz ist nur nebenein gekommen. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Am Gesetz sieht man, dass man Sünder ist. Aber das Gesetz kann nicht zum Heil helfen. Nicht, weil das Gesetz zu schwach wäre, sondern weil wir zu schwach sind. Ja? Wenn das Gesetz aber Gottes Wille und Wesen ist, dann müssen wir fragen, was ist denn Gottes Wesen? Was ist denn das charakteristischste Merkmal für Gottes Wesen? Das ist Liebe. Die Liebe, die er zu einer verlorenen Welt hat. Und deswegen kann die Erfüllung seines Gesetzes auch nur darin bestehen, dass man liebt. Denn die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Warum? Weil das Gesetz Gottes Wesen widerspiegelt und Gottes Willen. Und Gottes Wesen ist Liebe. Ja, das ist aber etwas, was dem Gesetzesmenschen nicht verständlich ist. Weil sein Glaube ein erdisch gesinnter Glaube ist, ein horizontaler Glaube. Ja? Er denkt, dass er durch ein gerechtes Leben, wenn er hier auf der Erde halt gerecht und ordentlich lebt und nach den 10 Geboten oder nach 600 und wie viel Geboten, dass er dann dadurch auch vor Gott gerecht wäre. Und er kann sich nicht vorstellen, dass man vor Gott gerecht werden kann, ohne etwas zu tun, sondern nur auf Golgatha zu schauen. Dass man nur durch das alleinige Schauen auf Golgatha vor Gott gerecht werden könnte, ja? Weil er sich gar nicht vor Gott sieht. Er sagt das zwar mit den Lippen, aber sein Herz ist fern von ihm. Und durch seine Äußerungen zeigt er das auch. Ja? Man muss das ein bisschen, man muss dahinter schauen, ja? Und man muss das werten, was da passiert.
Es gibt eine Gerechtigkeit unter den Menschen, das ist eine horizontale Gerechtigkeit, dass man, wenn man Mitarbeiter hat, denen sein Geld pünktlich bezahlt am Monatsende. Wenn man Angestellter ist, dass man vernünftige Arbeit abliefert und zuverlässig ist und pünktlich. Das ist eine irdische Gerechtigkeit, dass man mit seiner Familie ordentlich umgeht, mit seiner Ehefrau oder mit seinem Ehemann oder mit seinen Kindern oder mit seinen Eltern. Das ist etwas, was eine irdische Gerechtigkeit ist, das auch was das Gesetz von uns fordert. Aber es gibt eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das war auch die Frage von Luther, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Dem Luther ging es ja nicht darum, wie kann ich vernünftig mich verhalten in meinem Alltagsleben, sondern seine vornehmliche Frage war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und einen gnädigen Gott bekommt man dadurch, indem man Gott glaubt, was er tut und was er sagt. Insbesondere in Bezug auf die Gerechtigkeit, insbesondere in Bezug auf Jesus Christus, dass er seinen Sohn geopfert hat für die Sünden der Welt. Ja, das ist der Glaube, der allein gerecht macht. Okay, wir wissen aber das, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf das aller Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig sei. Darum, dass kein Fleisch durch des Gesetzes Werke vor ihm gerecht sein kann. Kein Mensch kann durch die Anstrengungen im Gesetz vor Gott gerecht werden. Dazu ist das Gesetz gegeben. Das ist der einzige Zweck und der einzige Sinn des Gesetzes. Paulus verwendet das Gesetz auch anders als die Juden. Ja? Paulus verwendet das Gesetz, indem er mit dem Gesetz zeigt, dass der Mensch Sünder ist und Erlösung braucht. Und mit dem Gesetz treibt er den Menschen zu Christus, nach Golgatha. Die Juden benutzen das Gesetz, indem sie sagen, achte auf alles haarklein, tu das alles, was da im Gesetz steht, und dann wirst du Anteil an der zukünftigen Welt haben. Ja? Für die Juden ist das Ziel ihres Tuns das Gesetz. Für Paulus ist das Ziel des Gesetzes Christus. Ja? Und das ist eine ganz andere Art und Weise, wie Paulus da mit dem Gesetz umgeht. Etwas ganz anderes, als der irdisch gesinnte Mensch das tut, im Judentum und auch im gesetzlichen Christentum. Das ist gar kein Unterschied, ja? Weil beiden fehlt Gottes Geist und Sinn, um Gottes Wort tatsächlich zu verstehen, so wie er es gemeint hat. Darum, dass kein Fleisch durch des Gesetzes Werke vor ihm gerecht sein kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ja, das ist Vers 20b. Oder man könnte auch sagen, denn durch das Gesetz kommt lediglich Erkenntnis der Sünde, aber keine Hilfe. Ja, da aus dem Gesetz raus kommt keine Hilfe. Das Gesetz hilft. Das Gesetz sagt nur 0 oder 1. Das ist richtig und das ist falsch. Das ist erlaubt, das ist verboten. Das will Gott und das will Gott nicht. Paulus sagt, kein Fleisch kann durch das Gesetzes Werke vor Gott gerecht sein, denn durch das Gesetz kommt lediglich Erkenntnis der Sünde, aber keine Hilfe und keine Rechtfertigung vor Gott. Die kommt allein durch Christus. Und Paulus hat das verstanden und benutzt das Gesetz als scharfes Schwert, um unsere Gedanken und Sinne zu beurteilen durch Gottes Wort. Und dann zu zeigen, ihr braucht Erlösung. Und die Erlösung gibt es allein in Jesus Christus. Und da ist sie auch, ja. Nun ist aber, sagt Paulus, nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes, das muss man mal hören, nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Oh, das heißt ja, dass die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, schon im Gesetz und in den Propheten stand. Ja, natürlich. Ja, wo denn zum Beispiel? Naja, darin, dass die Bibel sagt, dass Abraham Gott geglaubt hat. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Was hat Abraham denn geglaubt? Abraham hat geglaubt, dass seine Frau im hohen Alter noch ein Kind der Verheißung gebären würde, und zwar den Isaak. Und dass Gott ihm in Isaak Nachkommen erweckt. Nicht in Ismael, sondern in Isaak. Und Abraham hat noch etwas ganz Besonderes geglaubt. Er hat nämlich geglaubt, dass er hat an die Auferstehung geglaubt. Denn 14 Jahre später hat Gott ja von dem Abraham erwartet, dass er seinen Sohn Isaak auf Moria opfern solle. Ja? Und das war natürlich ein totaler Widerspruch zu dem, dass er gesagt hat, dass Abraham in Isaak Nachkommen kommen sollen und dass seine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel. Wenn jetzt Gott aber plötzlich fordert von Abraham, dass er den Isaak opfert, dann gibt es ja keine Nachkommen. Ja? Das war etwas, was sich widersprochen hat. Die Verheißung Gottes hat sich widersprochen mit dem
mit dem Verlangen Gottes, mit dem Auftrag Gottes, dass Abraham seinen Sohn geben sollte. Gott hat das von Abraham nicht verlangt, ja? Aber er selber hat das getan. Er hat seinen Sohn gegeben auf Golgatha. Ja? Von Abraham hat er das nicht verlangt. Aber Abraham sagt zu den Dienern, als sie dann nach 3 Tagen zum Berg Moria kommen, dann sagt er zu ihm: Bleibt ihr hier mit dem Esel, wir gehen dort hinüber und wenn wir angebetet haben, dann kommen wir wieder. Ja? Wer, wir? Naja, er und Isaak. Und er sagt, wenn wir angebetet haben, wenn wir geopfert haben, Opfer ist Anbetung, dann kommen wir wieder. Wer, wir? Naja, Abraham mit Isaak. Das heißt, Abraham hat ihnen gesagt, ich komme zurück mit Isaak zusammen. Und das muss man sich vorstellen. Der Abraham hat an beiden Verheißungen festgehalten. Der hat nicht gesagt, Gott hat seine Meinung geändert, sondern der hat gesagt, wenn Gott die Verheißung auf den Isaak legt und jetzt will, dass ich ihn opfere, da gibt es nur eine Lösung für, dann wird Gott den nach der Opferung wieder auferstehen lassen. Der wird lebendig werden. Anders geht es ja nicht. Das ist in 1. Mose 12. Das steht in der Tora. Das steht ohne Zutun des Gesetzes, wurde das offenbart durch das Gesetz und die Propheten. Ja, durch das Gesetz, durch die Tora. Und zwar in der ersten Tora-Rolle, im ersten Teil, nämlich in 1. Mose 22 wird das schon gesagt. 1. Mose 12 und die Kapitel dazwischen. Ja, da ist die Rede von Abraham und Abrahams Glauben. Der Abraham hatte einen Auferstehungsglauben tief im Alten Testament. Und deswegen ist er ein Vater des Glaubens. Und wir haben auch einen Auferstehungsglauben. Wir glauben daran, dass Jesus Christus auferstanden ist. Warum? Weil auf Jesus alle Verheißung lag. Er war der Sohn Davids. Er war der verheißene Königpriester. Er war der Priester nach der Weise Melchizedeks. Und wenn der auf Golgatha stirbt, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dann muss Gott ihn wieder auferwecken. Und weil wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, haben wir auch einen Auferstehungsglauben. Genau wie Abraham. Und deswegen sind wir Abrahams Kinder. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Wir haben das ja immer wieder auch mal besprochen in Engelsbrand. Ja? Das ist eine wunderschöne Linie, die man da sieht. Ja? Deswegen sind wir Kinder Abrahams, im Glauben und in Wahrheit, weil er an die Auferstehung geglaubt hat und wir glauben auch an die Auferstehung. Paulus sagt, jetzt ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, wie wir gerade gesehen haben. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum zu allen und auf alle, die da glauben. Was denn? An die Auferstehung. Wie wer denn? Wie Abraham. Das heißt, diese Gerechtigkeit des Glaubens, diese Gerechtigkeit vor Gott, diese vertikale Gerechtigkeit, nicht die horizontale zwischen Menschen, sondern die Frage, wie stehe ich vor Gott, die kommt zu allen, und zwar nicht nur zu den Juden, sondern zu allen Menschen, die glauben. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesum Christum zu allen, nicht nur zu Israel, zu allen und auf alle, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Und zwar egal, ob sie Jude sind oder nicht Jude. Ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Oben haben wir gesehen, dass der Paulus sagt, dass das Gesetz dafür sorgt, dass alle, die unter dem Gesetz sind, Gott schuldig sind. Und dass aller Mund verstopft werde. Dass alle Welt Gott schuldig ist. Warum? Weil alle Welt unter Gesetz ist. Ja? Und weder die Welt noch Israel konnten das Gesetz halten. Und die Welt und Israel sind aufgerufen zu glauben an Jesus Christus. Wie denn? Na, wie Abraham. Zu glauben an die Auferstehung. Es ist hier kein Unterschied. Sie sind alle Sünder und Mangel des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Alle, Juden und Heiden. Heiden und Juden. Wir mangeln alle des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Das heißt, da haben wir gar keinen Anteil dran. An dieser Rechtfertigung, die Gott uns schenkt in Christus, da haben wir gar keinen Anteil dran. Das sieht man auch schon tief im Alten Testament bei dieser ehernen Schlange, die Mose in der Wüste aufrichten sollte. Da sollten die Israeliten nur hinschauen, mehr nicht. Es war keine Handlungsanweisung irgendwo, die Gliedmaßen abzubinden und die Wunde kreuzweise aufzuschneiden und das Gift dann rauszusaugen und dann zu verbinden und irgendwelche Heilkräuter anzuwenden, ja. Das war ein reines Hinschauen. Die sollten nur auf die eherne Schlange schauen. Das war schon alles. So ist Christus aufgerichtet auf Golgatha und ist dort zur Sünde geworden, zur Sünde. Und alle, die auf ihn schauen, im Glauben, die werden gerettet. Die bleiben am Leben. Das ist schon alles. Kann sich der Gesetzesmensch nicht vorstellen. Ja?
Okay. Sie werden ohne Verdienst gerecht. Alle, die glauben, werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, aus Gottes Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesum Christum geschehen ist. Da hatten wir gar keinen Anteil dran. Welchen Gott hat vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut, damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbietet, ja? Indem dass er Sünde vergibt. Das ist alles bei Gott. Bei uns ist da gar nichts mehr. Bei uns ist da gar nichts mehr. Da ist gar kein Verdienst mehr. Da ist nichts, wessen wir uns rühmen könnten. Wir können uns nicht mal rühmen, dass wir uns bekehrt hätten. Sondern Gott hat uns aufgesucht. Gott hat uns erwählt. Ja, Jesus sagt zu den Jüngern ja auch, ich habe euch erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und das Gesetz Mose haltet. Nein, dass ihr hingeht und Frucht bringet. Das ist das ja. Im Neuen Testament steht nirgendwo, dass wir das Gesetz halten sollten. Schon gar nicht das Gesetz des Mose. Warum denn nicht? Weil wir zum Leben gekommen sind, weil wir lebendige Menschen sind. Deswegen sollen wir Frucht bringen. Ein Stein kann keine Frucht bringen, weil er nicht lebt. Ein lebendiger Baum, der am frischen Wasser gepflanzt ist und dessen Wurzeln ins Grundwasser reichen, der bringt Frucht. Warum? Weil der lebt. Der ist lebendig. Der bringt Frucht. Ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, nicht das Gesetz des Mose einhaltet. Wenn wir Frucht bringen, das ist viel mehr, als wenn wir das Gesetz des Mose tun würden. Und das ist ja auch ein bisschen unser Thema heute auch. Was tut denn der Christ, die Werke des Christen? Was tut denn der Christ? Der Christ tut alles. Der tut alles, was recht ist vor Gott und was Gott will, das tut er. Und was Gott nicht will, das tut er nicht. Ja, da mangeln wir auch, da fallen wir auch, da leben wir auch aus der Vergebung. Aber unsere Orientierung ist der Wille Gottes und nicht der Buchstabe. Weil wir aber im Willen Gottes sind, deswegen töten wir nicht, deswegen lügen wir nicht, deswegen begehren wir nicht unseres nächsten Weib, deswegen ehren wir den Namen Gottes. Damit halten wir auch die 10 Gebote. Ja, die sind da eingeschlossen drin, aber der Christ, der wiedergeboren ist, der tut viel mehr als das Gesetz Stück für Stück und Buchstabe für Buchstabe zu halten. Ja, dessen ganzes Leben spiegelt Christus wider. Das ist unsere Aufgabe, Jesus Christus zu verkörpern in seiner Heiligkeit. Da mangeln wir alle, ich weiß, ja. In seiner Freude dem Vater gegenüber, in seinem Gebetsleben, in seiner Klarheit, in seiner Wahrheit, in seiner geistlichen Kraft. Ja, und da bleiben wir alle weit zurück, das weiß ich. Und trotzdem muss ich sagen, das ist unser Maßstab, Christus zu verkörpern auf Erden. Einer schwach, einer mittel, einer stark und niemand kann mehr als das, was ihm von Gott geschenkt wurde. Ja? Und Letzte werden Erste sein, Erste werden Letzte sein. Das gilt auch da. Aber unsere Aufgabe ist nicht, das Gesetz zu halten, nicht den Sabbat zu halten. Den Sabbat halten wir schon. Warum? Weil wir gar nicht mehr arbeiten im Glauben. Unser Glaube ist der Sabbat, in dem wir leben. Und in unserem Glauben dürfen wir gar nicht arbeiten im Gesetz. Ja? So wie die Israeliten am Sabbat nicht arbeiten durften, so arbeiten wir während der Gnadenzeit nicht. Wenn die Gesetzeslehrer aber sagen, ihr müsst die Gesetze halten, dann fordern sie uns ja auf, am Sabbat zu arbeiten und werden damit sündig. Wir haben auch ein Opfer. Ja? Wir haben ein Opfer, das ist Jesus Christus. Wir haben auch einen Tempel, das sind wir in Christus. Wir opfern selber auch. Wir opfern unseren Leib. Ja? Wir opfern unsere Zeit, wir opfern unser Geld, wir opfern unser Leben. Wir geben unser Leben Jesus Christus. Wir opfern auch. Ja. Das heißt, wir erfüllen das Gesetz im Geist und in Wahrheit. Vielleicht ohne, dass wir das manchmal merken oder damit in Zusammenhang bringen würden, aber wir opfern auch. Das heißt, wir haben einen Priester, wir haben einen Tempel, wir haben ein Opfer, wir opfern selber auch, wir sind Priester und Könige in Christus, weil er unser Königpriester ist. Und unsere Aufgabe ist, Jesus Christus zu verkörpern und nicht das Gesetz zu halten. Und das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben, je nachdem, wo Gott uns hinstellt. Ja? Das, was sehr individuell ist. Um das zu verstehen, braucht man Gottes Geist. Und dann liest man auch die 10 Gebote. Ja? Und dann sieht man auch, dass da drin steht, du sollst nicht töten. Ja, das ist richtig. Du sollst dich ehebrechen, das ist richtig. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Aber keine Besserung. Besserung, die Hilfe, die Rechtfertigung kommt allein aus Christus. Und ist in ihm auch vorhanden. Das Gesetz treibt uns zu Jesus Christus hin. Weil wir sehen, dass wir immer noch mannigfaltig fehlen und Vergebung brauchen, aus der Vergebung leben. Und deswegen brauchen wir Jesus Christus. Ja? Aber wir werden ohne Verdienst gerecht. Wir werden ohne Verdienst gerecht, allein aus seiner Gnade,
weil das alles sein Ruhm ist und sich sonst niemand rühmen kann und soll und braucht. Ja? Und wir werden ohne Verdienst gerecht durch die Erlösung, die durch Jesum Christum geschehen ist. Punkt. Diese, hier ist ein Komma, ja, aber ihr wisst, wie ich das meine, gedanklicher Punkt. Durch Jesum Christum ist die Erlösung geschehen, ein für alle Mal. Golgatha ist ein Fakt. Golgatha ist eine Wahrheit, unumstößlich. Das kann auch niemand mehr rückgängig machen. Das kann niemand mehr zurückholen. Golgatha ist ein für alle Mal geschehen. Und Heilsgewissheit haben wir in der Gewissheit, dass Golgatha geschehen ist und nicht mehr zurückgeholt werden kann. Daran haben wir Heilsgewissheit. Das kann kein Engel und kein Teufel mehr ungeschehen machen. Darin können wir gewiss sein, in unserer eigenen Gerechtigkeit. Da also haben wir manchmal das Gefühl, heute bin ich aber gut drauf, heute bin ich richtig guter Christ, ja, heute habe ich Zeugnis gegeben und gebetet und stille Zeit gemacht, als ob wir daraus auch wieder Gesetze machen würden. Ja. Und am anderen Tag sagen wir, boah, heute ging gar nichts und ich war unehrlich und ich war neidisch und irgendwie hat heute gar nichts geklappt. Und bei uns ist so wetterwendig, ja. Aber unsere Heilsgewissheit haben wir in Christus, weil Golgatha geschehen ist ein für alle Mal. Und wir schauen auf die eherne Schlange, wir schauen auf Christus, der für uns zur Sünde wurde, der gestorben ist und auferstanden ist. Ja. Da müsste man eigentlich auch noch was zu sagen. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden. Wenn Jesus Christus nur eine Sünde getan hätte, dann wäre er auch auf Golgatha gestorben, aber dann hätte er nicht auferstehen können. Dann hätte Gott der Vater ihn nicht auferwecken können. Warum? Weil Jesus dann für seine eigene Sünde gestorben wäre. Denn der Tod ist der Sünde Sold. Der Tod ist die Bezahlung, die Belohnung für die Sünde. Ja. Weil aber Jesus auferstanden ist, war er ohne Sünde. Sonst hätte Gott ihn nicht auferwecken können. Wenn er aber ohne Sünde war und trotzdem gestorben ist, dann hat er ja für etwas bezahlt, was er gar nicht getan hat. Dann hat er ja für etwas bezahlt, was wir getan haben. Dann hat Jesus für sein eigenes Heil mehr getan, als nötig war. Denn er war ohne Sünde und konnte jederzeit in den Himmel auffahren. Der Herr Jesus hätte den Tod nicht leiden müssen. Das heißt, für sein eigenes Heil hat er das Gesetz Gottes vollständig gehalten. Aber er ist darüber hinaus auch noch gestorben. Und das ist die Strafe, die wir bekommen hätten. Die hat er für uns erlitten. Und da ist Raum für uns. Da ist unser Platz. Ja? Darauf berufen wir uns und sagen, Jesus hat für mich bezahlt. Damit hängen wir dann aber auf Gedeih und Verderb an Jesus und an ihm allein. Ja? Auf Gedeih und Verderb sind wir ihm ausgeliefert. Und weil wir ihm angehören, weil wir ihm danken dafür, weil wir uns freuen über das, was unser Freund getan hat für uns. Deswegen leben wir auch ordentlich. Das ist aber nur für die Gesetzeslehrer, ja. Damit die sehen, dass die uns nicht beschuldigen, dass wir deswegen in allen Sünden schwelgen wollten, ja. Das ist mir auch immer wieder vorgeworfen worden, aber das ist ja Unsinn, ja. Das sagt ein gesetzlicher Mensch, der selber eigentlich in allen Sünden leben wollte, aber dann meint, so kommt er ja nicht in den Himmel und so ächzt und stöhnt er unterm Gesetz und will, dass alle anderen auch das Gesetz einhalten, dass er nicht so ganz alleine ist. Ja. Wir werden also ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade, aus Gottes Gnade, durch die Erlösung, durch die Bezahlung, ja, die Jesus Christus geleistet hat für etwas, was er nicht getan hat. Wir werden gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesum Christum geschehen ist. Welchen Gott hat vorgestellt zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben in seinem Blut? Ja, der Gnadenstuhl, das war der Deckel der Bundeslade. Der war aus purem Gold. Ein Stück Gold, während die Bundeslade selber aus Holz war und nur vergoldet. Ja, so sind wir auch Sünder und sind überkleidet mit der Gerechtigkeit Christi und bilden mit ihm zusammen eine Einheit, nämlich einen Tempel im Heiligen Geist, wie die Bundeslade auch war, ein Gefäß für Gottes Wort. Denn in der Bundeslade war der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die 10 Gebote. Ja? Gott hat Christus zu einem Gnadenstuhl vorgestellt durch den Glauben in seinem Blut, damit die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, damit die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, dargebietet
damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbiete, indem, dass er Sünde vergibt, welche bisher geblieben war unter göttlicher Geduld. Im Alten Testament, wo Gesetzesübertretungen gewesen sind, diese ganzen Sünden, die da sich aufgehäuft haben, die sind alle unter göttlicher Geduld geblieben, bis auf die Zeit, als Golgatha kam, als Jesus für die Sünden der Welt geopfert wurde und bezahlt hat. Auf dass er zu diesen Zeiten darböte, die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. Ja, das heißt, Gott hat die Gerechtigkeit geschaffen. Das ist alles bei Gott. Ja, da, hier steht gar nichts, dass wir da irgendwas dran noch zu ergänzen hätten oder etwas dazu getan hätten. Das ist alles Gottes Sache. Warum? Weil vor Gott nur Gott gilt. Weil aller Himmel ihn nicht fassen können. Weil er ein dreimal heiliger Gott ist. Gott erkennt unsere Werke nicht an, als dass wir dadurch irgendwie geheiligt würden oder besser würden. Das erkennt er nicht an. Wir sind so nicht passend für die Nähe Gottes. Selbst wenn wir ab heute das ganze Gesetz halten könnten, wären wir nicht passend für die Nähe Gottes. Warum? Weil wir das in den vergangenen Jahren schon nicht gemacht haben und Sünden aufgelaufen sind. Ja? Und zu sagen, okay, einen Teil bringe ich unter das Kreuz und den anderen Teil, den muss ich selber machen. Dann ist unsere Gerechtigkeit ein Kleid aus gemischten Fasern. Ja? Eine Faser aus Gottes Gnade und eine Faser aus meiner Leistung. Das funktioniert auch nicht. Ja, das ist auch was nicht geht und was im Gesetz verboten ist, dass man Kleider aus gemischter Faser tragen würde. Damit er die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, darbietet, indem dass er die Sünde vergibt, welche bisher geblieben war unter göttlicher Geduld, auf dass er zu diesen Zeiten darböte die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt. Da können wir sicher sein, dass die Gerechtigkeit Christi vor Gott gilt, da können wir sicher sein. Ja? Weil Jesus Christus auch deswegen Gott war, weil er für unsere Sünden gestorben hat und weil er uns diese Gerechtigkeit erworben hat. Und wenn vor Gott nur Gott gilt, dann muss Jesus Christus auch Gott gewesen sein. Dann ist aber Gott selbst auf Golgatha für uns gestorben. Das ist so. Der dreieinige Gott hat sich offenbart im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Das ist ein großes Geheimnis. Und durch Gottes Geist schauen wir auch in die Tiefen der Gottheit, ja, sagt Paulus mal. Auf dass er zu diesen Zeiten darböte die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, auf dass er allein gerecht sei. Gott ist allein gerecht. Und gerecht macht den, der da ist, des Glaubens an Jesum, und zwar an seine Auferstehung. Wie Abraham. Wo ist aber jetzt der Ruhm? Gott, er ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch der Werkegesetz? Nein, sondern durch das Glaubensgesetz. Ja? Warum denn? Weil der Glaube ist ja keine Leistung. Der Glaube ist ja nur der Glaube bezieht sich ja immer auf irgendetwas. Glaube für sich kann nicht bestehen. Man glaubt immer an etwas. Ja? An etwas oder in etwas. Der Glaube hat immer ein bestimmtes Ziel, was er glaubt. Und dieses Ziel ist Jesus Christus und Golgatha. Der Glaube in sich hat ja keinen Wert. Selbst wenn man an sich selber glaubt, glaubt man an etwas, nämlich an sich selbst. Ja? Der Glaube ist kein Werk. Der Glaube ist die Folge vom Überzeugtsein der Wahrheiten und der Fakten des Evangeliums. Da entsteht Glaube. Warum sollen wir nicht glauben, was wahr ist? Ja? Das heißt, der Ruhm ist ausgeschlossen. Wir können uns nicht rühmen. Durch welches Gesetz ist er denn ausgeschlossen? Hat durch das Glaubensgesetz. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Ja? Glaube ist nicht Gesetz und Gesetz ist nicht Glaube. Paulus sagt, durch das Glaubensgesetz, das ist eine bestimmte Regel des Glaubens, dass der Glaube halt an etwas glaubt oder an jemand glaubt. Und der ist eigentlich der gehandelt hat. Und das ist so. Wir glauben an Jesus Christus und er hat für uns gehandelt. Er hat für uns den Tod erlitten und die Gerechtigkeit erworben. Und mit ihm sind wir auferstanden und leben in Ewigkeit. Ja? Und jetzt kommt der Vers 28. So halten wir nun dafür, oder so sind wir nun der Meinung, so sind wir nun der Überzeugung, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Ha ja, wie das denn? Das kann ja nicht sein. Ja. Also einfach nur glauben, ohne des Gesetzes Werke zu tun, ohne die 10 Gebote zu beachten, das kann ja nicht sein. So sagt der Gesetzesmensch. Der sagt, erst kommt das Gesetz, erst kommt die Hingabe, erst kommt die Heiligung und dann kriegst du zur Belohnung auch die Gerechtigkeit geschenkt, da darfst du auch in den Himmel.
Und im Evangelium ist es umgekehrt, ja. Da wird dir der Himmel geschenkt und aus der Dankbarkeit heraus leben wir auch, wie es dem Gesetz entspricht, ja. Aber nach dem Gesetz des Geistes, nach dem Gesetz der Freiheit, nach dem Gesetz Christi und nicht mehr nach dem Gesetz des Mose. Wenn jetzt der Gesetzeslehrer sagt, ja, das kann ja nicht sein, dass man gerecht wird ohne Gesetz, dann müssten wir dem antworten, doch, das hat es sogar schon mal gegeben in der Bibel. Dann wird er sagen, ja, wo? Das sagen wir bei Abraham. Denn Abraham wurde sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet, als er unbeschnitten war und ein halbes Jahrtausend, bevor das Gesetz kam. Da war noch gar kein Gesetz da. Denn das Gesetz am Sinai ist erst 430 Jahre später gekommen. Zur Zeit, als Abraham gerecht wurde durch den Glauben, da gab es noch gar kein Gesetz. Und deswegen werden auch wir gerecht ohne Gesetz. Das Gesetz ist nur nebenein gekommen, damit die Sünde umso mächtiger würde. Am Gesetz erkennt man die Sünde aber mehr nicht. Ja, da ist das nochmal in Buchstaben gegossen worden auf dem Sinai. Aber gerecht werden wir außerhalb des Gesetzes, ohne Gesetz, ohne Mittun des Gesetzes. Und als bestes Beispiel zeigen wir auf Abraham. Denn Abraham wurde sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet, bevor das Gesetz überhaupt erst da war. Dann werden viele sagen, ja gut, dem konnte ja noch gar kein Glaube gerecht zugerechnet werden, weil das Gesetz überhaupt erst später kam. Ja? Aber als das Gesetz kam, ja, da muss man jetzt durchs Gesetz auch gerecht werden. Ja, da müssen wir eigentlich sagen, der Glaubensbund, der zwischen Gott und Abraham geschlossen wurde, den hat Gott alleine geschlossen. Abraham ist dann nämlich eingeschlafen. Ja? Der hat zwar die ganze Nacht versucht, die Vögel da irgendwie wegzutreiben von den Tierhälften, die er da aufgelegt hatte, wo er zwischendurch gehen wollte mit Gott als seinem Bundespartner. Und dann ist Abraham eingeschlafen, und zwar in einen finsteren, erschreckenden, tiefen Schlaf. In den Schlaf, der symbolisiert unseren Sündenschlaf, unseren Todesschlaf. Ja? Und in dieser Not, und in diesem finsteren Schlaf der Sünde, hat Gott einen Bund geschlossen, da ist Gott alleine durch diese Tierhälften hindurchgegangen. Der Bund mit Abraham ist ein einseitiger Bund. Das ist ein einseitiger Bund für die, die glauben. Da hat Gott alles getan. Und für die Leute, die unter Gesetz sind, da gibt es den Sinai-Bund. Ja? Und das ist ein zweiseitiger Bund. Ja? Da steht nämlich, wenn ihr das tut, dann sollt ihr leben. Ja? Ihr tut das ist ein Vertrag. Die eine Vertragspartei muss etwas tun, dann muss die andere Vertragspartei etwas geben. Das löst etwas aus bei der anderen Vertragspartei. Das ist ein Bund auf Gegenseitigkeit, der Sinai-Bund. Ja? Wer das tut, der soll leben. Das ist der Vertrag. Aber der Bund des Glaubens ist ein einseitiger Vertrag. Da liegt unsere Heilsgewissheit, dass Gott diesen Bund mit uns geschlossen hat, und zwar in Christus. Und alles, was wir tun sollen, ist daran zu glauben. So wie Abraham tat, als er noch unbeschnitten war. Noch bevor das Gesetz kam, in einem Bund, an dem er gar keinen Anteil hatte, der hat geschlafen, als der Bund geschlossen wurde. Ja? Was will man mehr? Das ist wahre Heilsgewissheit. Alles ist bei ihm, alles ist bei Christus. Ja? Und daraus zu machen, dass wir in allen Sünden leben und schwelgen wollten, weil wir das Gesetz jetzt nicht mehr halten wollen, das ist einfach töricht. Ja? Das ist eine ganz törichte Angelegenheit. Ja? Aber gut, ist halt auch oft so, zeigt aber, dass sie kein Licht haben. Ja? So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben. Hier geht es nicht um die Gerechtigkeit vor Menschen im zwischenmenschlichen sozialen Bereich. Das ist hier überhaupt nicht angesprochen. Hier geht es allein um die Gerechtigkeit vor dem lebendigen Gott. Und das sind zwei Paar Schuhe. Ja? Die Gerechtigkeit vor dem lebendigen Gott, die entsteht durch Glaube und durch Glaube allein, durch Glaube an Jesus Christus. Die Gerechtigkeit, als gerechter Mensch in seiner Gemeinde politisch oder auch geistlich zu leben oder innerhalb seiner Familie oder innerhalb seiner beruflichen Welt, da geht es darum, dass man auch ordentlich und gerecht handelt. Ja? Und sich auch da hält an Gottes Wort und Wesen und Willen. Ja? Und fair ist und gut mit den Mitarbeitern umgeht, für die man vielleicht Verantwortung hat, oder auch fair seinem Chef gegenüber ist, indem man pünktlich kommt und pünktlich geht und vernünftige Arbeit abliefert. Ja? Da geht es darum, dass wir dann auch was tun und was handeln. Ja? Das Problem bei dem Gesetzesmensch ist, dass er halt nur die irdische Komponente sieht. Der sieht die Himmelskomponente gar nicht. Ja? Beten wir, dass sie auch Licht bekommen dafür. Ja? Wenn ihnen das aufgeht, das öffnet für sie die Himmelstüren, das was ganz Neues, was sie da verstehen und erkennen. Ja? So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Oder ist Gott allein der Judengott? Ist er nicht auch der Heidengott? Ja, natürlich,
Auch der Heidengott, sagt Paulus. Ja, freilich, auch der Heidengott. Gott ist ein Gott der ganzen Welt. Das gilt nicht nur für die Juden, das gilt auch für die Heiden. Das gilt für alle Menschen. Ja, da hat keiner irgendwie, vor Gott hat keiner eine bessere Stellung. Nur weil er von jemandem ethnisch abstammt. Da kann ja niemand was für. Ja? Vielleicht ist jemand als Jude geboren, vielleicht ist jemand als Heide geboren, vielleicht ist jemand katholisch geboren oder adventistisch oder baptistisch oder jemand ist in eine Brüdergemeinde geboren oder in der evangelische Kirche oder ja, da kann ja niemand was für. Ja. Aber Gott anzurufen und ihn im Glauben zu bitten, das ist eigentlich die Eintrittstüre, die wir haben. Und Gott ist ein Gott der ganzen Welt. Ja, Gott ist ein Gott der Juden und auch der Heiden. Und Paulus schreibt, zumal oder sintemal steht in meiner alten Luther, sintemal es ein einiger Gott ist, ein einiger Gott, ja, der da gerecht macht, die Beschnittenen aus dem Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben. Was heißt das denn jetzt? Das heißt, dass beide, ob man beschnitten oder unbeschnitten ist, glauben muss, um vor Gott gerecht zu werden. Ja? Abraham war auch unbeschnitten, als er gerecht wurde vor Gott, weil er Gott geglaubt hatte. Abraham ist viel später erst beschnitten worden. Ja? Sodass er ein Vater der Unbeschnittenen ist und ein Vater der Beschneidung. Aber sowohl die, die beschnitten sind, müssen an Jesus Christus glauben und werden durch den Glauben an Christus gerecht, als auch die Unbeschnittenen. Ja? Paulus sagt in Vers 30, zumal oder sintemal, es ist ein einiger Gott, ein einziger Gott, einiger Gott, der da gerecht macht, die Beschnittenen aus dem Glauben. Denn die Beschnittenen, die Juden, die hatten ja schon Gottes Wort, aber sie hatten noch kein Licht dafür. Sie kannten ja schon das Gesetz, die Toran, die Propheten, das Gesetz und die Propheten und wussten schon davon. Die haben plötzlich durch Gottes Geist Licht bekommen für dieses Alte Testament und haben verstanden, dass das ganze Alte Testament Christus treibt. Jesus Christus, ihren Messias. Ja? Die sind also aus ihrem Glauben heraus in einen lebendigen neuen Glauben geführt worden, der aber eigentlich fußt auf dem alten Wort, was sie immer schon kannten. Aber dieses alte Wort ist lebendig gemacht worden durch Gottes Geist für sie. Ja? Während die Unbeschnittenen, die werden durch den Glauben gerettet oder mittels des Glaubens, weil das Wort nicht bei ihnen war. Zur Zeit von Paulus oder jetzt nach 2000 Jahren Christenheit ist das Wort Gottes ja schon in alle Welt gegangen. Ja, aber zur damaligen Zeit sagt er, die unbeschnitten sind, die haben das Wort halt noch nicht, die werden nicht aus dem Wort, aus dem Glauben gerecht, sondern die werden durch den Glauben gerecht, ja, durch den Glauben, der ihnen geschenkt wird, in Jesus Christus. Und zum Schluss sagt er, wie heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Nein, sagt er, das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Warum? Er sagt, das Gesetz gilt nach wie vor für alle Welt. Sogar für unseren irdischen Menschen gilt das Gesetz. Deswegen muss unser irdischer Mensch auch sterben. Aber unser inwendiger Mensch, dessen Bürgerrecht ist im Himmel und in den Himmel hinauf reicht das Gesetz nicht. Und wenn das Gesetz in den Himmel hinauf reichen könnte und es würde dort den neuen Menschen, den wiedergeborenen Menschen sehen, der nach dem Willen Gottes geschaffen ist, der nach dem Bilde Gottes aus dem Wort Gottes gezeugt ist und im Wesen Gottes ist, dann würde das Gesetz sagen, ja, an dem habe ich nichts auszusetzen. Warum? Ja, der ist in Christus, der ist nach Christus geschaffen, der ist perfekt. Also hätte das Gesetz da gar nichts auszusetzen dran. Und deswegen sind wir nicht mehr unter Gesetz, sondern unter der Gnade. Ja? Das kann man in menschliche Worte kaum fassen. Und das ist auch für den, selbst für einen intelligenten Menschen, der Gottes Geist nicht hat, ist das nicht verständlich. Ja? Jemand, der durch diese Sündennot hindurchgegangen ist und sich da durchgekämpft hat und der verzagt ist an sich selber, der versteht das. Ja? Der hat das gegessen, das Gesetz. Und merkt, wie schön das ist, dass wir aus Gnaden gerecht werden dürfen. Und deswegen richten wir das Gesetz auf und wir dürfen das Gesetz auch scharf machen, ja? Dass jede einzelne kleinste Übertretung des Gesetzes zur Verlorenheit führt. Wir richten das Gesetz auf. Das Gesetz ist unerbittlich. Wer nur an einem fehlt im Gesetz, der ist es ganz schuldig, oder? Natürlich. Jetzt können die Juden aber nicht opfern in ihrem Tempel. Sind sie dann das ganze Gesetz schuldig geworden? Natürlich. Können sie sich dann etwas darauf einbilden, die anderen Gebote zu halten? Nein. Ja, dann nützt das Halten des Gesetzes ja gar nichts, weil die ganzen Opfervorschriften kann ja keiner einhalten. Genau, das ist vorbei. Ja, aber wie können wir denn dann gerecht werden vor Gott? Durch den Glauben an Jesus Christus. Und was tun wir? Was sind die Werke des Christen? Jesus Christus zu verkörpern. Ja. Liebevoll zu sein, manchmal klar zu sein,
freundlich zu sein, manchmal gerecht zu sein, zurückhaltend zu sein, manchmal offensiv zu sein, manchmal sich Unrecht tun und manchmal Dinge strafen. Und zu wissen, wann was wichtig ist und gut ist, das lehrt uns Gottes Geist. Das lehrt uns auch ein Stück weit die Glaubenserfahrung und das lehrt uns die Lebensführung, die Gott uns führt. Und wenn wir fertig sind mit unserer Ausbildung, dann holt uns Gott nach Hause. Dann heißt das, der ist am Krebs gestorben oder der hat einen Herzinfarkt gehabt oder andere Krankheiten. Dann holt uns Gott heim, dann sind wir fertig. Ja? Und dann ist die Zeit abgeschlossen, weil wir ausgebildet werden für einen Dienst in Ewigkeit, nämlich dass wir mit Jesus Christus herrschen sollen 1000 Jahre. Das sagt die Bibel. Das dürfte man nicht sagen, wenn das nicht in der Bibel stünde. Das ist das, was auf uns wartet. Eine ewige Herrlichkeit bei Jesus Christus, bei ihm, ihn zu sehen, mit dem Vater im Himmel in absoluter Harmonie und Einigkeit zu sein und mit ihm zusammen zu sein bis in alle Ewigkeit. Nicht nur 1000 Jahre, sondern bis in alle Ewigkeit. Weil nach den 1000 Jahren gibt es ja auch nochmal einen Abfall. Ja, wenn Gog und Magog kommen, dann gibt es nochmal denselben Abfall, den wir jetzt im Glauben auch hier auf Erden erleben. Den erleben wir dann nochmal vom Himmel, ja. Und danach ist der Übergang dann in Ewigkeit. Da wird es dann keine Zeit mehr geben. Dann gibt es dann nur noch die Ewigkeit. Und dann wird Gott sein, alles in allem. Ja. Das ist die große Geschichte, in die wir gekommen sind. Und die Werke des Christen, die orientieren sich an Christus. Ja. Und die sind ganz individuell. Und die sind viel mehr als das Gesetz zu halten. Das Gesetz, das zeigt uns, was Sünde ist, das zeigt uns, wie Gottes Wesen ist, das zeigt uns, was Gott als Sünde alles rechnet. Aber es hilft uns nicht in den Himmel. Ja. In den Himmel hilft uns allein der Glaube, dass wir sagen, Jesus hat für uns das Gesetz gehalten. Jesus ist für uns gestorben. Jesus ist für uns auferstanden und wir mit ihm. Und er kommt. Woran sehen wir das? Dass Israel wieder im Land ist. Das ist ein interessantes Zeichen. Das verwerfen auch viele, aber das sehen wir dann einfach, ja, wie Gott das dann auch führt. Und dass 2000 Jahre um sind. Die Zeit läuft ab. Und wir sehen, dass an der Gottlosigkeit der Christenheit die Zeit läuft ab. Wohl dem, der sich an Gottes Wort hält. Wohl dem, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat, auf Christus. Denn sein Reich kommt, das beten wir ja im Vater unser. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja? Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Euch alles Gute, Gottes Segen, viel Kraft, gerade in so Zeiten wie heute. Viel Zuversicht, viel Glaubensfreude in Jesus Christus. Auf bald. Gott segne euch.